Servus Leute, ich habe jetzt mal, damit ich im Kofferraum wieder meine Teile aus dem Innenraum lagern kann und das nicht überall rumfliegt, habe ich jetzt mal hier die Kabel, die ich hinten ja alle neu eingefügt habe, hier bis vorgezogen in den Fußraum. Dann habe ich hier, seht ihr ja noch das ziemliche Chaos an der Zentralelektrik, aber zu den Kabeln und so weiter komme ich dann später auch zur Aufteilung im Motorraum. Jetzt geht es dann endlich mal weiter mit der Hinterachse, damit ich die Bremsleitungen alle verlegen kann, um dann irgendwann auch den Motor einbauen zu können, weil jetzt kommt man eben vorne noch schön rein, um die Leitungen zu legen. So, bei der Hinterachse ist es von Vorteil, wenn man die Bremsleitungen, die hier von dem Punkt hier über die Achse laufen bis hierher vor der Montage am Fahrzeug einbaut, wenn man sie nicht noch im Originalzustand vorhanden hat, wie hier die alten Leitungen, da man die eben noch biegen muss. Das geht dann nachher am Fahrzeug ein bisschen schlecht. Das geht natürlich, aber wenn man es so draußen ausgebaut hat, ist es natürlich die bessere Option. Da habe ich mir jetzt hier von, ist egal, von BGS, da gibt es zig Firmen, die den gleichen hier herstellen und es gibt auch verschiedene Modelle und so weiter, habe ich mir hier diesen Bremsleitungsbörtler gekauft für diesen F-Börtel, der bei VW verwendet wird. Dazu ist dann hier noch ein bisschen Fett. Da kann man auch irgendwelches nehmen. Dann ist hier dieses Pressstück bzw. das Druckstück, was dann eben diesen Börtel herstellt. Und das ist die Anschlagschraube. Dann habe ich hier von Coline diese Überwurfmuttern gekauft, die passenden. Und habe dann eben hier originale, ich habe hier nur schon mal einen Test gemacht, wie das Ganze funktioniert. Habe dann hier originale ATE-Bremsleitung gekauft. Drei Päckchen mit 5 Metern wird wahrscheinlich einiges übrig bleiben, aber lieber ein bisschen mehr, weil gebrauchen kann man es immer mal und zum Testen sowieso. Zum Abschneiden der Leitungen kann man entweder einen Schraubstock nehmen und die Leitung mit einem normalen Metallsägeblatt absägen. Halte ich jetzt aber nicht für die optimale Lösung, weil erstens, wenn man im Schraubstock jetzt auch keine Kunststoffbacken oder Schonbacken benutzt, zerkratzt man sich hier diese olivfarbene Beschichtung auf den Leitungen, die nachher ja für Rostschutz sorgt. Und genauso muss man dann gucken, dass man ordentlich im rechten Winkel sägt und eben dann das Rohrende, was man abgesägt hat, auch ordentlich entgratet und so weiter. Ich habe da jetzt hier eine recht gute Lösung, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ob man das original so macht. Keine Ahnung. Ich habe halt hier so einen winzigen kleinen Rohrschneider, wo man dann hier dran treten, das Messer immer weiter runterstellt und immer rumdreht. So wie ein Rohrschneider halt funktioniert. Mit dem geht es einwandfrei, da muss man nichts entgraten. Und es wird nichts beschädigt durch die Rollen und man hat halt immer einen komplett 90 Grad Winkel zum Rohr von der Schnittfläche her. Also das ist einfach optimal für mich und geht auch schnell und kann man auch gut unterm Fahrzeug machen. Da muss man dann nicht extra die Leitung schon vorher auf die richtige Länge bringen, sondern kann dann einfach am Ende schon mal alles verlegen und dann am Ende dann hier die Pressung machen, weil dieses Werkzeug hier zum Pressen von dem Börtel eben auch ziemlich handlich ist und man das Ganze auch unterm Fahrzeug machen kann. Ich habe jetzt hier schon mal das Rohr über die Achse gebogen. Ich nehme jetzt hier den Rohrschneider. Ich habe mir hier auch eine Stelle markiert, wo ich gerne abschneiden möchte. Jetzt drehe ich den hier das Stück auf, setze den genauso an hier, dass das Messer direkt dort berührt. Gebe ein bisschen Vorspannung und drehe den hier jetzt einfach ein paar Mal so rum. Man merkt sofort, wenn es leichter geht, dass man wieder ein bisschen nachstellen kann. So, ich kann euch das mal jetzt genau zeigen, die beiden Endstücken. Also die sind wirklich super sauber durchgetrennt. Dieser minimale kleine Grat, der innen jetzt entstanden ist, den drückt nachher der innere Stempel vom Bördelwerkzeug um. Somit muss man da einfach gar nichts machen, das ist super sauber. So, dann erstellen wir mal die erste Bördelung. Dann nehmen wir das Bördelgerät und die Anschlagschraube, die unsere Hilfe ist. Man kann auch einfach ohne diese Schraube das Rohr so weit einschieben, bis es hier genau in der Mitte sitzt. Aber die beste Möglichkeit wäre dann einfach hier halt diese Anschlagschraube, weil die eben genau dort stoppt. Und so hat man eben einen schönen Anschlag. Jetzt lösen wir hier diese 10er Schrauben und schieben das Rohr auf. Ganz wichtig vorher, die Überwurfmutter aufschieben aufs Rohr mit Gewinderichtung Richtung Bördelung, weil sonst, wenn man die nicht aufschiebt, bekommt man sie ja nicht mehr drauf, wenn die andere Seite von der Leitung schon fertig ist, wie jetzt bei mir. Dann setzt man das hier so drauf. Bisschen auseinanderheben. So, dann ist die jetzt hier, kann ich euch zeigen, genau im Anschlag. Also ihr seht, das sitzt jetzt genau dort, wo es sitzen soll, genau mittig vom Loch. Dann können wir jetzt hier die Schrauben festziehen und nehmen die Anschlagschraube wieder raus. So, 10er Schlüssel dafür. Einfach bis zum Anschlag festziehen und ordentlich festmachen. Dann nehmen wir die Anschlagschraube wieder raus. Nehmen hier dieses Pressstück mit ein bisschen Fett vorne dran, drehen das hier ein, so. Dann braucht man einen 17er Ringschlüssel oder man nimmt eine Rätsche, wie man halt gerne möchte. Und jetzt wird diese Mutter hier bzw. diese Pressschraube so weit eingedreht bis zum Anschlag und die Bördelung ist fertig. Das geht eigentlich wirklich recht einfach. So, und jetzt sind wir am Anschlag. So, und dann können wir wieder lösen.
Dann lösen wir hier wieder die 10er Schrauben. Diesmal ein bisschen weiter öffnen, sonst kommen wir mit der Bürtelung nicht raus. So, das hochheben und ausfädeln. So, und dann kann ich euch mal die Bürtelung zeigen im Vergleich auch zu der originalen Leitung. Da haben wir jetzt hier einmal die neue und daneben einmal die alte. Also das sieht wirklich genau gleich aus, auch vorne das Loch, das ist alles sauber geworden. So, die erste Seiteleitung ist jetzt fertig. Ich habe jetzt auch hier schon diese Halterungen gleich mit drauf gesteckt. Braucht man nachher nur noch die Schläuche anschließen. Also die Leitung läuft jetzt hier so lang, hier auch mit ein bisschen Luft. Und dann da unten rein. Hier habe ich das S so nachgebogen wie original. So, und dann machen wir die andere Seite. Die rechte Seite ist jetzt auch fertig. Hier unten geht es dann auch in so einem S darunter, in die zwei, drei Clips hier, beziehungsweise vier. Und dann hier vor, wo es dann zum Bremssattel geht. Ich habe dann schon mal die zwei Federbeine hinten eingebaut. Ich habe jetzt die Achse nach oben gedrückt, beziehungsweise schon mal zwei Schrauben angesetzt und hier noch eine Schraubzwinge. Ja, ist jetzt ziemlich nah hier. Ich liege halt auf dem Boden, ist nicht viel Platz. Drüben habe ich einen Wagenheber angesetzt, da sind aber auch schon die Schrauben leicht drin. Und dann habe ich jetzt hier den Lagerbock auf der Beifahrerseite, also auf der rechten Seite, mittig ausgerichtet. Und dann werde ich das jetzt mal so festziehen. Das sind 70 Newtonmeter. Und dann geht's weiter mit der anderen Seite. So, auf der anderen Seite habe ich den Lagerbock mit zwei Schraubzwingen und ein paar Moosgummiunterlagen rüber gedrückt, dass ich den Lack nicht zerschubber. Also an der Stelle hier sollte recht wenig Platz zwischen Gummi und Lagerbock sein. So, hinten ist jetzt alles montiert. Der Bremskraftregler sitzt hier, die Leitungen sind alle angeschlossen, auch die, die hier nach vorne gehen. Ich habe dann hier hinten auch schon mal die Bremsleitbleche und die Achszapfen montiert. Genauso den Ring, der dann die Lücke schließt, weil ich ja keinen ABS-Ring habe, weil ich kein ABS nutze. Und jetzt fehlen dann eigentlich nur noch die Scheiben und die Bremsanlage, also der Sattelhalter und der Sattel. Im Motorraum habe ich dann auch die ganzen Bremsteile wieder montiert, also einmal den Bremskraftverstärker, den neuen Hauptbremszylinder, den Ausgleichsbehälter und habe dann heute mal die ganzen Bremsleitungen verlegt. Das kann man natürlich in 5 Minuten kurz alles reinspaxen oder man macht es halt etwas aufwendiger, wie ich jetzt gemacht habe. Also ich habe mich dazu entschieden, hier die Leitungen so alle gleichmäßig und wirklich akkurat zu verlegen. Das ist natürlich ein Mordsaufwand, weil man kann die nicht einfach irgendwie erstmal hier verschrauben und einfach mal losbiegen, sondern man muss das halt alles, jede Biegung außerhalb vom Fahrzeug machen, um dann einfach hier alles schön parallel und gleichmäßig zu haben. Genauso dann hier unten sieht es ein bisschen geknöttelt aus, ist aber nicht so. Das hat alles schon ein bisschen System, wie ich das hier gelegt habe. Und dann geht es dann hier weiter zu den Rädern. Nicht wundern, die Bremsleitung ist jetzt eine kurze, das ist eine von hinten, die anderen von vorne, die liegen halt gerade oben in der Wohnung, die habe ich jetzt gerade nicht hier, das ist auch egal, die waren jetzt hier nur zum Test eingebaut, habe mich dann dazu entschieden, nicht original hier irgendwo runter zu gehen, hierher, sondern dann erstmal dahinter und dann gleichmäßig von hier hinten an dem Träger lang nach vorn zu gehen, das gleiche dann auch auf der Seite und hier geht es dann hier noch durch den originalen Hitzeschutz durch. Ja, also bin ich ganz zufrieden, gefällt mir ziemlich gut. Und es wäre sowieso auch nie möglich gewesen, das einzubauen mit den Leitungen so, wenn der Motor drin wäre. Da wäre dann die Montage wieder nur so möglich gewesen, wie ich es beim 1,6 Liter Motor vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe. Dann wäre das Bremsenthema soweit auch abgeschlossen, bis auf die Scheiben und die Bremssättel an den Achsen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!